Wir backen heute einen Herzkuchen. Die Zutaten dafür sind natürlich Eier, Zucker, da braucht ihr Kakao, Speisestärke und Backpulver, Salz und Zimt. Wir starten damit, dass wir die Eier voneinander trennen. Das Eiweiß geben wir gleich in die Schüssel hinein, weil wir das gleich steif schlagen werden. Anschließend werden wir die Eigelbe schon mal zur Seite stellen. Die brauchen wir gleich im Anschluss. Aber als erstes schlagen wir das Eiweiß richtig schön steif. Ja. Es sollte sich wirklich richtig, wie ihr seht, absetzen. So soll es aussehen, ganz genau. Und nun geben wir das Eigelb hinein. Das Eiweiß haben wir in den Kühlschrank gestellt, so lang. Schlagen das Eigelb richtig schön fluffig zusammen mit Zucker, Zimt und Prise Salz. Nehmen die Mehlkomponenten, also die trockenen, verrühren die und geben die dann stückchenweise hinein. Aufpassen, das darf nicht klumpen, es wird ein richtig schöner Teig. Schaut ihn euch an, richtig schöner Kakaoteig. Das Eiweiß heben wir im ersten Drittel unter, das geht noch ein bisschen schwer. Und dann geben wir den Rest, also auch Stückchen für Stückchen portionsweise dazu, vorsichtig unterheben, denn das geschlagene Eiweiß gibt ja uns den Stand für unseren Biskuit, den wir jetzt machen, unseren Schokobiskuit. Richtig schön unterheben. Dann heizen wir den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor, nehmen Backblech, legen es mit Backpapier aus und gießen unseren schönen Biskuit drauf, backen ihn dann für 15 bis 20 Minuten. So kommt er aus dem Backofen und ihr seht, er ist richtig schön geworden. Wir werden ihn gleich stürzen, dazu lege ich mir ein Brettchen nebendran, stürze ihn gleich rüber, ziehe das Papier sofort ab. Und ihr seht, wie er noch richtig schön dampft. Er ist so richtig schön heiß. Jetzt ist er auch noch richtig schön biegbar und toll für eine Biskuitrolle. Aber nein, wir machen heute keine Biskuitrolle. Ihr braucht diesen Teig zum Ausstechen. Wer mag, kann ihn gerne noch ein bisschen tränken mit einem Amaretto, mit Apfelsaft, damit er ein bisschen saftiger ist oder auch eine neue Geschmackskomponente mit dazu gibt. Dann holt ihr euch Ausstecher. Wir machen heute Herzkuchen, also Herzausstecher. Die restlichen Sternchen verwende ich dann später. Ich stapel die ganzen Herzchen, hole mir jetzt eine Auflaufform und schaue schon mal, ob die reichen. Setze die alle nebeneinander mit dem Herzkopf nach unten. Ah, es fehlt noch ein bisschen was, aber jetzt richtig schön presseng sollten sie sitzen. Dann werde ich die Form ausbuttern und melieren. Die restlichen Teigstücke hebe ich mir auf zur Deko. Jetzt haben wir das Ganze deformuliert. Ich gebe eine Basis von einem Rührteig unten rein. Das Rezept von meinem glutenfreien Rührteig kennt ihr ja. Wenn nicht, verlinke ich euch gerne nochmal. Das ist ein Mandelrührteig. Und auf dieses Bett setze ich nun meine Biskuitherzen. Aber wie gesagt, mit dem Herz nach unten, die Spitze hier nach oben. Wieder auch schön press aufeinander, damit kein Rührteigfitzelchen zwischen die Herzen kommen kann. Umschließe die Herzen noch mit meinem restlichen Rührteig. So, und dann kommt er ab in den Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze. Eine Stunde backen und das Resultat, ist das nicht super? Ich wünsche euch viel Spaß und habt das Herz an der richtigen Stelle. Eure Silke von Anders Backen.